Heute erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um dem Arzt eine Entscheidungshilfe zu geben, ob er euch Antibiotika verschreiben sollte oder nicht. Idealerweise macht das der Arzt selber. Der eine oder andere hat sehr viel Stress heutzutage und kann das nicht. Und da könnt ihr auch komplett vom Arzt losgelöst diese Tests machen und dann wisst ihr genau, ob euer Infekt viral oder bakteriell ist. Genau nehme ich zurück, weil es gibt da verschiedene Prozentangaben und gewisse Sicherheitsniveaus. Das erfahren wir alles heute. Auf jeden Fall werdet ihr heute nach dem Video eine richtig Ecke schlauer sein bei einem Thema, was wirklich eigentlich uns alle betrifft. Also, wir fangen damit an, dass irgendwann, das kennt jeder von uns, keiner ist davor gefeit, irgendwann fühlen wir uns, nicht so gut. Wir fühlen uns, man könnte sagen, so ein bisschen wie zum Kotzen. Und da passiert Folgendes. Wenn wir uns nicht gut fühlen und uns wirklich nicht gut fühlen, dann holen wir uns mindestens eine zweite Meinung an. Dafür plädiere ich und dafür möchte ich auch ein bisschen Sensibilität bei euch hervorrufen. Also komplett den Arzt zu meiden, immer und überall, ist, finde ich, nicht der richtige Weg. Sondern man sollte zu ihm gehen und sich eine zweite Meinung einholen. Das heißt, wir gehen dann zu unserem Onkel Doktor. So, also kriegt er noch ein Stethoskop. So, genau, den Doktor, und idealerweise ist der Doktor freundlich und sagt uns dann oder gibt uns dann seine Meinung zum Besten. Und es gibt verschiedene Themenbereiche, warum wir zum Arzt gehen und wo wir eventuell Antibiotika kriegen können. Und die möchte ich mal hier wieder aufzählen, weil das sind Themen, wo teilweise sofort pauschal Antibiotika verschrieben wird. Zum einen Blasenentzündung. Blasenentzündung, das ist ein Thema, wo fast automatisch bei einer Blasenentzündung wird automatisch oft zu Antibiotika gegriffen. Überprüft euch selber, gerade die Frauen unter euch, Frauen leiden immer etwas mehr an Blasenentzündungen als Männer, weil einfach die Harnröhre etwas kürzer ist und die Viren dann sozusagen, die Bakterien, was auch immer, besser eindringen kann. Und Blasenentzündung, da wird sehr häufig Antibiotika verschrieben. Dann alle Arten von Halsschmerzen. Das ist ja schon so perfide, dass teilweise in Lutschbonbons aus der Apotheke, die rezeptefrei verkauft werden, dass da kleinste Mengen von Antibiotika schon enthalten sind. Ich habe da mal ein Video gemacht, findet ihr oben in den Infokarten. Da steht auch, welche Bonbons ihr meiden solltet. Und das Video unbedingt angucken, ist ein ganz, ganz wichtiges Video, gerade aufgrund der Antibiotikaresistenz. Da werde ich ganz kurz nachher noch was sagen. Ich glaube, die meisten ist das schon ein Begriff. Darum geht es heute nicht, sondern heute geht es darum, wie wir das wirklich testen. Ob wir Antibiotika brauchen, ob wir bakteriell infiziert sind oder viral oder was auch immer. So, eine dritte Sache, die sehr, sehr häufig auftritt bei sehr vielen Menschen, ist eine Mittelohrentzündung. Insbesondere bei Kindern tritt das noch häufiger auf. Aber gerade die im Kindesalter, Mittelohrentzündung, die im Kindesalter das häufig gehabt haben, die haben das dann auch oftmals im Laufe des Lebens. Und so eine Entzündung an sich ist erstmal gar nicht so schlimm. Ein Video zur Entzündung habe ich auch schon gemacht, findet ihr auch oben in den Infokarten. Ja, also es gibt nun wirklich verschiedene Dinge, was diese Sachen, hier diese drei, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr, auslösen kann. Da gibt es zum einen natürlich die Viren. So, der fies grinsende Virus. Dann gibt es die Pilze. Auch die können diese Sache auslösen. Und dann gibt es natürlich noch die Bakterien. So. Und das sind jetzt drei Sachen, die diese Sachen hier auslösen können.
Und nun, was passiert, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir nehmen einfach mal Antibiotika. Also wir nehmen einfach so das Fläschchen, ne, mit dem magischen Mittel. So, da ist auch noch ein Kreuz drauf. Kreuz heißt ja immer, wir werden gesund. Das ja, will ich euch nur mal so, ne? Das Kreuz ist immer gesund, ne? Je nachdem, wie lang das Kreuz ist. Aber ne, soll ja gar nicht Thema sein. So, auf jeden Fall, euer Fläschchen ist parat, Antibiotika. Und wenn der Arzt bei diesen Sachen einfach Antibiotika verschreibt, aufgrund seiner Erfahrung, ohne irgendetwas zu prüfen, wechselt den Arzt. Wechselt den Arzt, weil es gibt eine Sache, ich habe das jetzt gerade schon genannt und die ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Antibiotika. Resistenz. Das Ding hier ist echt, echt wichtig. Antibiotika-Resistenz. Ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, wenn wir sehr häufig Antibiotika einnehmen, dann ist das genauso wie im Garten, wenn ihr Schädlingsbekämpfung einsetzt, dann tötet ihr 95% der Bakterien und dann gibt es ein paar genetisch modifizierte Bakterien, die in euch, die eigentlich so gar nicht gedacht sind von der Natur, aber genauso wie es unter Menschen genetisch modifizierte Menschen gibt, aufgrund der Umweltbedingungen, gibt es das auch in den ganzen Bakterien. Und diese sind dann nicht, die sind quasi immun gegen eure, ja, gegen eure Waffe, die ihr eingesetzt habt. Ob das nun das Unkrautvernichtungsmittel ist oder das Antibiotika. Und diese bilden natürlich Nachkommen und die sind dann eben auch resistent. Und das ist schon eine große Gefahr, weil irgendwann, es werden zwar immer wieder neue Antibiotika gebildet, aber die Bakterien werden auch wieder resistent. Das ist so ein Wettlauf und irgendwann werden die Bakterienstämme in einen immer resistenter und dann ist man gegen alles, gegen jedes mögliche Antibiotikum, was man schon verschrieben hat, deswegen gibt es auch so viele, ist man dann irgendwann resistent. Gegen alles. Und dann kann man dem Körper nicht mehr helfen. Und das ist scheiße. Also Antibiotikaresistenz ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, also Antibiotika soll verschrieben werden. Dann sagen die Ärzte, wenn sie gut sind, halt. Antibiotikaresistenz ist ein großes Thema, weil das weiß der Arzt dann. Und er sagt dann, dann machen wir den Test. Ich habe mir vorgenommen, heute gibt es keine Ärztewitze. Deswegen, also der bessere Arzt tut dann folgendes Testen. Das nennt sich C. RP. Und dieses hier, das ist das sogenannte C-reaktive Protein. Das C-reaktive Protein tut der Arzt testen. Und da gibt es verschiedene Werte und diesen Wert könnt ihr auch selber testen lassen. Das heißt, wenn ihr, ja, ihr habt eine Entzündung, ihr habt eines dieser Sachen oder andere, ja, Wehwehchen, und dann könntet ihr theoretisch diesen Wert auch in einem Labor testen lassen. Der kostet ungefähr 10 Euro und deswegen ganz kurz, was so die Werte sind, die man da so annimmt. Also das ist sozusagen der Strahl und dieser Strahl zeigt auch zeitgleich, wie viel Antibiotika verschrieben wird oder wie die Antibiotika-Verschreibungsfreude, so möchte ich das mal nennen, ja, wie sie steigt. Und da gibt es einen Punkt, der ist ungefähr hier, der ist bei 5 Milligramm pro Liter, glaube ich. Und ja, und umso höher diese C-reaktive Proteine sind, also wenn das diese 5 Milligramm pro Liter übersteigt, umso mehr Antibiotika wird, also umso eher wird Antibiotika verschrieben. Und deswegen ist es ganz interessant, uns mal dieses C-reaktive Protein mal wirklich genauer anzuschauen. Was machen die denn eigentlich? Wenn sie die Grundlage dessen sind, warum Ärzte, die schon etwas besser sind als der Arzt, der sagt, Blasenentzündung, zack, Antibiotika. Woraus besteht der? Was macht das C-reaktive Protein? Und ja, dann schauen wir uns das einfach mal an.
Also, die haben verschiedene Funktionen. Eine Funktion ist, dass sie Binden von Bakterien. Und das ist genau das, weswegen die Ärzte sagen, oh, CAP ist groß, zum Beispiel ja, weiß ich, 100 Milligramm pro Liter. Das bedeutet, der Körper produziert es viel, es werden viele Bakterien gebunden. Und deswegen muss das ja dann müssen das ja Bakterien sein. Ja, wäre logisch, wenn das die einzige Funktion wäre von dem CAP. Das macht noch was anderes. Nämlich, es recycelt tote Zellen. So. Es recycelt tote Zellen und, das ist noch was ganz, ganz Wichtiges, es kontaktiert die Fresszellen. Das Fresszellen sind, wisst ihr sicherlich alle, sehr wichtig für unser Immunsystem. Das heißt, dieses CRP, das C-reaktive Protein, das ist nicht nur ein Marker dafür, wie viele Bakterien in unserem Körper sind, sondern das ist quasi, ihr seht ja die Aufgaben von CRP, von diesem Wert und von diesem C-reaktiven Protein. Und da könnte man eigentlich sagen, das ist sowas wie, ich hoffe, das könnt ihr oben noch hier sehen, ob die Kamera das aufnimmt. Ja, das ist sowas wie, erkennt ihr es? Ja. Das ist unsere Immunfeuerwehr. Sie hilft uns komplett dabei, gegen tote Zellen zu recyceln, die Fresszellen zu kontaktieren, sagen, hey, da stimmt irgendwas nicht, geht mal los, fress die auf und eben noch Bakterien zu binden. Dafür ist der CRP-Wert gut. Das heißt, wenn die Immunfeuerwehr sozusagen, ich nenne sie einfach mal so, das ist natürlich terminologisch nicht korrekt, wenn diese aktiv ist, wenn der Wert hoch ist, das bedeutet, unser Immunsystem funktioniert. Und entsprechend müssen wir auch eigentlich gar nichts tun, weil unser Immunsystem funktioniert ja. Ne? Es kann natürlich aber auch trotzdem ein Hinweis sein, dass wir eine Entzündung haben. Und ja, so eine Entzündung kann natürlich auch mal gewinnen. Und deswegen ist man immer noch der Meinung, das CRP, das ist so ein, ich sage euch gleich mal die Prozentzahlen, wie gut CRP quasi, also der Wert von CRP, das abbildet, ob ihr eine Entzündung habt oder nicht. Und das ist der aktuelle Status quo der guten Ärzte. Ne? Und dann gibt es noch zwei weitere Stufen. Ja? Das ist jetzt sozusagen der Standard der guten Ärzte. Und dann gibt es noch zwei weitere Stufen. Also das ist die Stufe 1, könnte man sagen. So. Jetzt gibt es noch eine Stufe 2. Und da gibt es einen Test, den gibt es glaube ich seit 2011. Und der nennt sich PCT. Das ist der Procalcitonin-Test. Nennt sich PCT. PCT. Procalcitonin-Test. Und dieser Test, der hat auch gewisse Werte. Ich schreibe es mal euch auf, dass ihr es vielleicht tatsächlich mit übernehmen könnt. Weil diesen Test kann man natürlich auch im Labor machen. Das könnt ihr alles auch selber machen. Ne? Das ist immer das Gute daran. Diese ganzen Werte, wenn man weiß, was die Werte bedeuten und wie die Werte sind, kann man auch selber ein bisschen experimentieren. Kostet allerdings Geld. Von daher, ich bin immer der Meinung, hier zum Onkel Doktor gehen. Und den Onkel Doktor respektieren und zusammen mit dem Doktor sein Wissen teilen und je nachdem wie aufnahmefähig der Onkel Doktor ist oder die Frau Doktorin und dann gemeinsam kostenlos über die Krankenkasse seine Blutwerte testen lassen. Der Onkel Doktor ist nicht böse, der ist meistens nur ein bisschen gestresst. Ja, also 0,5 Nanogramm pro Milliliter, das ist so der Normalwert. Wenn dieser Wert ungefähr 10 bis 100-fach erhöht ist, also dieser Wert Procalcitonin, wenn der sagen wir, 10 bis 100-fach erhöht ist, dann ist das meist ein viraler Effekt, dann sind Viren Auslöser der Erkrankung. Wenn dieser Wert
1000 bis 100.000-fach erhöht ist, dann sind es Bakterien. So, und das ist natürlich schon, also dieser Test, jetzt kommen wir mal zu den konkreten Werten, dieser Wert ist auf jeden Fall schon echt gut und auch wirklich ja, erfreulich. Also mit diesem Test, da könnt ihr euch echt wirklich freuen, weil dieser Test, der ist nach aktuellem Stand, würde ich sagen, der Test, der wirklich ja, der beste ist. So. Und dieser Wert, der hier rauskommt, sind also die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass man richtig liegt bei dem Test mit diesen Werten, ist bei 78%. Das heißt, es macht Sinn, diesen Test tatsächlich durchzuführen und eben auch dann anzuwenden und zu entscheiden, ob man die 20% Wahrscheinlichkeit, die man, die ein Fehler ist, ob man das riskiert oder nicht riskiert. Auf jeden Fall hat man hier einen echt guten Wert. Bei den CRP sehen wir, da gibt es unterschiedliche Quellen im Internet, aber grundsätzlich ungefähr sind wir hier bei, oh, jetzt habe ich es falsch geschrieben, wir sind ungefähr bei ja, 50%. 50% bei diesem Test. Und ja, also Münzwurf, Lotto, 50%. Kann man sich den Test im Endeffekt auch schenken. Ne? Und von daher ist dieser Test, dieser CAP, den schon die Ärzte in der ersten Stufe machen, das ist eigentlich für den Arsch. Interessant, sehr interessant. Und ja, Ärzte Zeitschiffe pro Calcitonin, mit diesem sind wir bei 78%. Und da gibt es jetzt noch was Neues. Ich sag mal Ärzte der dritten Stufe. Allerdings hat da nicht jeder wirklich Zugang. Da gab es einen Artikel im, ich verlinke euch den Artikel natürlich unten in der Infobox, Science Translational Medicine. Und da ist es veröffentlicht worden, die Studie findet ihr unten, und da ist ein Test, da werden von den Erregern quasi die Aktivierungsmuster, also auf genetischer Seite, die werden da, wie auch immer, werden da analysiert, und ja, und da kann man dann wirklich zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wir sprechen da von 94%, von 94% genau sagen, ob das Viren oder Bakterien sind. Hier, das ist natürlich jetzt erstmal noch ja, im Bereich, kann man sagen, der Forschung. Ne? Das ist eher so Forschung, das, es gibt ein paar Feldversuche, aber ja, das ist kein Standard zurzeit. Das hier ist der wirklich beste Standard. Also wenn ihr einen Arzt habt, der, wenn ihr mit sowas kommt, sagt, okay, wir testen PCT, bleibt bei dem Arzt. Zumindest was diese Sachen angeht. Wenn ihr so einen habt, dann klärt ihn auf, dass es diesen PCT-Test mittlerweile gibt. Und ja, wenn ihr einen Arzt habt, der sagt, hey, Mittelohrentzündung, zack, Penicillin oder irgendwelches andere Antibiotika, dann ja. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ne, und nicht gerade auf dem Land wohnt, dann sucht euch einen anderen Arzt. Also ich habe hier, ich lebe in einem Ort mit 17.000 Einwohnern und wir haben hier bestimmt 20 Allgemeinärzte. Also das ist und besonders, die sind alle voll. Was das für unsere Gesellschaft bedeutet und aussagt. Ne? Ja, also ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen mehr Überblick. Erstmal über Antibiotika, ne, die Resistenz, wer das noch nicht wusste, und dann, wie ihr das testen könnt. Und ihr könnt das eben auch autark testen. CAP ist der eine Test und der andere Test ist der PCT-Test. Geht einfach in das Labor eures Vertrauens oder online, schaut nach, was die Preise sind. Dieser hier kostet 10 Euro, bei dem ganz, ganz unterschiedliche Angaben. Schaut da mal hin, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist alles notfalls bezahlbar, wenn es darum geht, um die eigene Gesundheit. Ne? Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, hinterlasst entweder einen Kommentar oder Daumen nach oben, freue ich mich immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Christian, ciao.
Guten Morgen!